Sobald du beginnst, dein Leben zu deinen eigenen Bedingungen zu leben, ändert sich alles. Vor mehr als 30 Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, ein einzigartiges Leben zu leben, gestaltet und geleitet von uns, von keinem anderen, und wir haben es seitdem keine Sekunde bereut. Wir leben jetzt auf Hawaii und erschaffen unsere neue Lebensvision gemeinsam und bauen unser neues Zuhause, während wir unsere Unternehmen aus der Ferne von diesem wunderschönen Ort aus leiten. Wir waren nie glücklicher in unserem Leben, und das sagt viel aus. Aber das war nicht immer so. Und es war nicht einfach Glück oder Zufall, es war eine Wahl. Wir trafen eine bewusste Entscheidung, unser Leben so zu gestalten. Das ist die Geschichte darüber, wie wir das gemacht haben. In meinen frühen 30ern fokussierte ich mich größtenteils auf meine Karriere und unsere Finanzen. Wir wurden fast über Nacht vom Tellerwäscher zum Millionär und Großunternehmer. Ich führte mehrere Unternehmen, steckte meine Energie in meine Karriere und ich hatte diese Work-Hard-Play-Hard-Mentalität, habe mich nicht um meine Gesundheit gekümmert, gefeiert wie ein Rockstar, ich übernahm mich total und ignorierte die Warnsignale. Und dann eines Tages, kurz bevor ich eine wichtige Vorstandssitzung hatte, erlebte ich eine heftige Panikattacke, die sich zu einer Angststörung entwickelte und mich für 2 Monate ans Haus fesselte, komplett lahmgelegt. Das war das Schwierigste, was wir jemals durchgemacht haben, ein wahrer Wendepunkt in unserem Leben. Das war der sprichwörtliche Weckruf für uns. Und uns war klar, dass es nie mehr so sein wird, wie es war. Wir wussten, etwas muss sich verändern. Ich war so tief gesunken, wie man nur konnte. Wortwörtlich nicht in der Lage, im Alltag zu funktionieren, konnte nicht zur Arbeit, konnte in kein Restaurant, konnte kein Auto fahren. Es war schrecklich. Mein Vater schaute eines Abends eine Dauerwerbesendung im Fernsehen und er kaufte mir meinen ersten Persönlichkeitsentwicklungskurs, weil er dachte, es könnte mir helfen. Das war meine allererste Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung jeglicher Art und es fühlte sich genau nach dem an, was ich brauchte. Also begann ich tiefer zu gehen und es half wirklich. Ich habe alle Notizen über diesen Kurs in einem kleinen schwarzen Notizbuch aufbewahrt. Alle meine Ziele, meine Strategien, die wichtigsten Dinge, die ich gelernt hatte. Ich nahm dieses kleine Notizbuch überall mit hin, überall, wo ich hinging. Aus einer Seite wurden 10, dann 50, dann 100 und ich nannte dieses kleine Buch mein Lifebook. So wurde das Lifebook, so wie wir es kennen, geboren. Was als einfaches Hilfsmittel anfing, um Johns schwere Angstzustände zu lindern, wurde eines der größten Geschenke, die wir je erhalten haben. Der Katalysator für unser außergewöhnliches Leben. Wir fühlten uns, als ob wir bei Null anfingen. Also sahen wir es als Möglichkeit, ein bewusstes Fundament für unser Leben von Grund auf zu legen. Es fühlte sich an, als stünden wir vor einer riesigen weißen Leinwand, die wir bemalen konnten, wie wir wollten. Es war Zeit, um zu entscheiden, was genau wir wollen. Also haben wir wirklich darüber nachgedacht und als wir uns umsahen, in welcher Umgebung und Kultur wir lebten, haben wir schnell bemerkt, dass die meisten Menschen nicht glücklich sind. Sie sind überfordert, erschöpft, frustriert und blockiert. Wir beschlossen, dass unser Leben nicht so ablaufen sollte. Für die meisten Paare erlischt der romantische Funken schon nach wenigen Jahren Beziehung, aber bei uns sollte es nicht passieren. Die meisten Eltern kennen ihre Kinder kaum. Die meisten Menschen nehmen im Laufe ihres Erwachsenenlebens jedes Jahr etwas zu und werden übergewichtig. Die meisten haben einen Job, den sie nicht mögen. Wir haben früh entschieden, dass uns nichts davon passieren wird und wir nicht auf diese Weise unser Leben leben werden. Uns wurde klar, dass es an uns lag, die volle Verantwortung zu übernehmen, um unser Leben genau so zu gestalten, wie wir wollten. Das würde bedeuten, tief in uns hineinzuschauen, um uns ein paar sehr wichtige Fragen zu stellen. Wir haben unsere Vision eines außergewöhnlichen Lebens gründlich durchdacht. Unsere Vision, von niemandem sonst. Wir wollten eine epische Liebesbeziehung erschaffen, die ein Leben lang hält. Eine Liebesbeziehung, die als Fundament für unser ganzes Leben dienen sollte. Wir wollten außergewöhnliche Eltern sein. Wir wollten in exzellenter körperlicher Verfassung sein. Wir wollten eine erfolgreiche Karriere, die uns finanziellen Wohlstand bringt. Wir wollten alles und wir haben klar definiert, was das für uns bedeutet. Jetzt leben wir das Leben, das wir uns gewünscht haben. Unsere große Liebe, unsere wachsende Familie,
Arbeit mit Bedeutung, Gesundheit, Wohlstand, Erfolg und Erfüllung auf allen Ebenen. Wir sind der lebende Beweis dafür, dass du dein Traumleben verwirklichen kannst, wenn du bereit bist, alles dafür zu tun. Wenn du dein außergewöhnliches Leben erschaffen möchtest, helfen dir diese Lebensweisheiten, die wir mit den Jahren lernten. Zuallererst erschaffe eine Lebensvision für dich, eine, die dir entspricht, dein ganz eigener Nordstern. Denn glaube mir, wenn du keine eigene Lebensvision hast, wird jemand anderes eine für dich erschaffen und dich mit auf seinen Weg nehmen. Dein Lebensweg ist entweder einer, den du bewusst gestaltest und erschaffst, oder einer, den du von jemand anderem gestalten lässt, weil du es unbewusst abgegeben hast. Übernimm Verantwortung und hinterfrage all das, was dir nicht dient oder nicht mit deiner Lebensvision übereinstimmt. Du hast die Kontrolle über dein eigenes Leben. Du bist der Entscheidungsträger im Zentrum deiner eigenen Existenz. Niemand anderes. Niemand anderes kann das für dich tun. Steh auf und übernimm die Kontrolle, sodass du vom Beifahrersitz zum Fahrersitz deines Lebens wechselst. Was uns klar wurde, ist, dass es sinnlos ist, einen Teil des Lebens für einen anderen zu opfern. Dein Leben besteht nicht nur aus Finanzen und Karriere, und das sind die zwei Hauptkategorien, mit denen die meisten Menschen ihre Zeit verbringen. Aber das sind nur zwei der 12 wichtigsten Lebensbereiche. Um ein wirklich außergewöhnliches Leben zu erschaffen, musst du dein gesamtes Leben überdenken und nicht nur eine oder zwei Teile davon. Nichts davon sollte ausgelassen, zurückgelassen oder dem Zufall überlassen werden. Dein Leben gehört dir. Es ist einzigartig. Alle Antworten, um dein außergewöhnliches Leben zu erschaffen, befinden sich in dir. Sie warten nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Niemand wird sie dir geben, weil niemand die Geheimzahl deines Tresors kennt. Weil wir alle unterschiedlich sind und verschiedene Talente, Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte haben, ist der Weg zur Erfüllung dieser Sehnsüchte für jeden von uns einzigartig. Das Geheimnis für dein außergewöhnliches Leben kann dir kein Guru verraten. Es kommt von keinem Lehrer, aus keinem Buch. Falls du es jemals entdeckst, kommt es aus deinem Inneren. Du kannst heute damit anfangen, dein eigenes Lifebook zu schreiben, weil das Lifebook-System dir ermöglicht, dir das Leben, das du wirklich leben willst, vorzustellen, zu planen und es zu erreichen, genau wie wir es getan haben. Du kannst es als Art Geschäftsplan für dein ganzes Leben sehen. Lifebook ist eine tiefgreifende persönliche Reise, die dir hilft zu erkennen, wer du jetzt bist, welche Art von Person du werden und welche Art von Leben du leben möchtest. Es hilft dir, deiner persönlichen Werte klar zu werden, eine heute eher seltene Sache. Du wirst deine Überzeugungen, deine Sehnsüchte, deine Träume in 12 verschiedenen Lebensbereichen überprüfen und alles, was dir etwas bedeutet, in deinem Lifebook festhalten und organisieren. Die Gedanken, die du dir im Verlauf dieses Kurses machst, werden dein Leben für immer verändern, so wie es unseres verändert hat. Nun frag dich, bist du bereit, zum Autor von deinem besten Leben zu werden? Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Gefällt mir. Falls du gerade zu Hause bist und etwa eine Stunde Zeit hast, dann schau dir unsere Masterclass an. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dort.